much. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Zenless Zone Zero. Ja, heute etwas später. Ich war viel zu voll gefressen. Dafür kam ich nicht früher. Egal, ich bin im Urlaub. Dementsprechend ist es scheißegal, wie lange ich aufbleibe. Da ich ja sowieso egal wie ausschlafen kann. Unter Anhaltsstrichen. Trotzdem habe ich noch ein paar Sachen zu tun in meinem Urlaub. Also, wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wir bekamen hier eine Nachricht von Colt. So, denn neue Nebenquests erhalten. Gut, also, wir werden heute natürlich die alltäglichen Sachen machen. Einmal Kohle kassieren. Wir schicken Heddy raus. Und Start. Wir haben gestern ja die Character Story von Rina abgeschlossen, wo ich sagen muss, die hat mir richtig gut gefallen. Ich weiß, ich sage das momentan von jeder Story. Die einen sind von Anfang an richtig packend, die anderen werden erst spannend, so erst in der Mitte bzw. zum Schluss. Die fand ich eher so auf eine emotionale Art und Weise sehr ansehnlich. Und ich muss sagen, die Character Stories bei Allgemeinheit spreche ich nur von den Spielen von miHoYo. Wenn ich dann zum Beispiel die Stories bei Genshin sah, waren okay, aber die waren bei weitem nicht so geil wie jetzt hier im Game. Bei Star Rail kann ich jetzt leider nicht viel sagen, da ich das Spiel nicht viel gespielt habe. Wohl bemerkt, dass ich da knapps mal Stufe 30 bin, glaube ich. Shepard hat noch eine Quest für uns. Was für eine Kappe hat er denn da? Steht der Legend. Also so eine Legende bist du auch wieder nicht. Und ich sehe gerade, dass du hier rüber schaust. Also ich finde es schon geil im Game, dass alle Bildschirme sehr animiert sind. Ob das jetzt Laptops sind oder... Was will die denn? Oder wenn man hier zum Beispiel auf die Handys schaut von den jeweiligen Leuten, dass man da auch immer andere Bilder hat.
da sehr großes Lob an MiHoYo für den Aufwand mit den Animationen. Und die haben tatsächlich auch immer was anderes auf dem Screen. So. Wir gehen jetzt mal Kaffee trinken. Ah nein, wir müssen zuerst mal unsere Nudelsuppe essen. Schön feurige Bowle, Nudeln. Also bin ich so voll gefressen, weil ich auch Nudeln gefressen habe. Und wieder viel zu viel gekocht habe für eine einzelne Person. Ist man immer nach dem Essen so träge. Ich gebe zu, ehrlich gesagt, hätte ich mich am liebsten ins Bett geschmissen und gebrannt. Nein, ich möchte mit Hanna sprechen. So. Als nächstes gehen wir wieder zu hier, da wir weiter leveln müssen. Wir haben ja gestern die Koleda auf Stufe 60 bekommen. Und heute kümmern wir uns um unser Bär. Ben Bigger. Und für den brauchen wir wieder diese Schilde. 20 Stück. Natürlich haben wir nichts in der Reserve. So, wer war das nochmal? Adida. Auf los geht's los. Lecker, 5 Stück. Noch dreimal, dann haben wir es. Yeah!
Sehr schön. Und nochmal 5 rein kassiert.
So, Benbigger, du wirst jetzt Stufe 60. Oh, okay. Er wird nicht Stufe 60, da wir keine Kohle mehr haben. Es gibt doch bei denen doch eine Sache, wo man Kohle scheffeln kann. Es gibt sogar für die Teile für nur. Das wäre mal auch nicht schlecht, das zu machen. Aber gut, wir brauchen jetzt Kohle. Das müsste einmal reichen und dann brauchen wir die hier. Let's
Oha. Haben wir ein gutes Stück schneller. So, jetzt müssten wir eigentlich genug Kohle haben und genug Upgrade-Material, ihn auf 60 zu setzen. What? Okay, ich habe nichts gesagt. Anscheinend genügt es nicht. Dann können wir es nochmal machen. So, das hätten wir.
来たわね。悪くないタイミングだわ。シャラゴールデンウィークが近づいて、街も賑わってきたわね。あんたたちが思ったより早く帰ってきてくれてよかったわ。 ほら、自分の家だと思って、好きなとこに座っていいわよ。 最初から私の家なんだけど。何よ、私とあんたの間柄でしょ。誰の家だとかそんなの気にする必要ないじゃない。ニコ、あら、そうそう、あんたにもいてほしかったの。よしよし、二人とも揃ってるなら早速依頼の話を始め。自分が依頼人だという自覚はまだあったんだね。知らない間に ランダムプレイの店長が交代したのかと思ったよ。またまた、私はただお得意様にふさわしい態度で接しただけよ。その態度をぜひ報酬を振り込む時まで維持してほしいな。それと今後ビデオを借りる時はご新規様限定クーポンは使わないでくれ。10回も使ったら もうそろそろご新規とは言えないからね。はいはい、そんな細かいことは置いといて、これを見て、今回の依頼のターゲットよ。これはサプライボックス？ ええ、その通りよ。担当直入に聞くわ。また箱？フェアリー、どうにかできない？否定。当該保管容器に使われている施錠機構は知能化されていないため介入できません。注意、これは私の能力不足ではありません。 未だに古臭い技術体系に依存している容器など、私にもう一度申し上げますが、決して私の能力不足ではありません。悪いのはその容器。落ち着いてフェアリー。誰も君の能力を疑ってなんていないさ。焦る必要。ニコ、そんなのどこで拾っ。聞いて驚かないで。数日前、 C41って高度の小規模な強制フォローの鎮圧が終わったの。調査協会によるとすでに衰退期に入ってて、およそ2週間で徐々に縮小消滅するらしいわ。まあ普通なら治安局が厳重に見張ってるはずよね。 衰退状態にあると確定した強制フォローでもまだまだリスクはあるわけだし。でもちょうどシャラゴールデンウィークが近いから、治安局の人手がほとんど治安維持に割り当てられたの。それで強制フォロー C41 にはセキュリティの大穴ができちゃったってわけよ。その穴をついたフォローレイダーたちが C41で大型の倉庫を見つけたわ。外壁が耐エーテル侵食の特殊な合金だったから、中にある未開封のサプライボックスは無傷。そこから貴重な武器を見つけたって人もいるみたい。そんなわけでフォロー C41には 価値のあるサプライボックスが大量に眠っているって噂がホローレイダー界隈で広まってるのよ。もうすぐインターネットにも出回るかもしれないわ。つまりこのサプライボックスはホロー C。そうよ、正気あるところにジャトヤあり。ホロー C41に財宝が隠されてるんならこのニコが黙ってないわ。 バエトン、私と手を組まない？それにシャラゴールデンウィークの準備をしてるのよね。ここで問題。連休に欠かせないものとは？
ズバリ時間不正解答えはディニーよディニー時間があるなんて大前提じゃないディニーさえあれば有限私はこれを開けられる鍵師を探すからあんたたちはホロー C41 に行って他のサプライボックスを探してきたらいいんじゃない私の言ったことが本当だってわかるはずよその後は私と一緒に文字通りゴールデンなウィークにしましょう。Jetzt stelle ich mir aber die Frage, Ferry möchte doch rein für gute Sachen genutzt werden. Ist das da nicht eigentlich ein Diebstahl? Gute Frage. Bevor wir jetzt in die Höhle gehen, gehe ich einmal kurz weg. Ich komme aber gleich wieder. Ja, ich weiß, es ist nicht das erste Event. Bin jetzt gespannt, wie viele Teile schon freigeschaltet sind. Da das Event ja schon ein paar Tage an ist, sind noch 26 Tage. Also ich denke, da ist noch nicht so viel, maximal vielleicht bis zur Hälfte. Jedenfalls, das gucken wir gleich an. Ich komme gleich wieder.
Thank you.
Thank you.
臨時収入だな。
戻ってきたわね。どう？嘘じゃなかったでしょう。ニコの言った通り、あそこには確かにサプライボックスがあったよ。あんたのお墨付きなら本当に今年のゴールデンウィークは充実しちゃいそうな。それともう一つ、調査協会にいる知り合いからホロー C41 の重大な裏情報を仕入れてきたの。Super, ich spreche mit euch und mein Mikrofon war aus. 探索中に気づいたんじゃないかしら？ホローの中にあって完璧な保存状態をキープ。旅行会社みたいな名前だね。そこもゴールデンウィークのイベントに参加するの？何よ、ミッドサマーを知らないの？一時期はスリーゲート軍港と市場を争ってた実力派の武器メーカーよ。まあ、キュート陥落の災害で不渡りを出して軍需産業から撤退しちゃったけど、その前に開いてた公式発表会では業績を奮い起こす秘宝を用意したって言ってたの。ホロー C41 にある倉庫が本当にミッドサマーの資産なら、山積みのサプライボックスも中に高価なものが入ってることも、探索中に防衛機械が現れたのも全部辻褄が合うわ。ミッドサマーの秘宝を見つける、私たちの目標はこれで決まりね。ジャトヤはミッドサマーの倉庫に関する情報を集めてくるから、あんたたちは引き続きホロー C41 を探索して手に入れたサプライボックスをここに持ってきて。退場した後は好きなものを持ってっていいわよ。この話を持ちかけた時も約束したように、
あんたたちの休暇の軍資金だと思ってちょうだい。興味のないものがあったとしても、そのまま捨てずに買い手を探してみるのもいいかもね。オッケー、わかった。サエトーン。おお、新たな収入だな。こういうのはレンに任せることにしてる。
収入。こういうのは蓮に任せることにしてる。小銭だろ。
かが小銭だろ。おお、新たな収入だな。小銭だろ。体重に耐えられると。
Okay, ich bin jetzt in einem anderen Abschnitt, aber trotzdem auf der gleichen Map. Oh.
新たな収入だな。たかが小銭だろ。
Was für ein Durcheinander. が小銭だろ。
新たな収入だな。最近ホロー C41 を何度も連休の予算を確保するための尽力、ご苦労様。そんなのお互いさ。ニコと長く言い過ぎた。直近の探索でバエトーン、ホロー C41 の最新情報。行ったそばから。暗証番号よ。ミッドサマー倉庫内部の保管エリアの暗証番号をホローレイダーたちが割り出したの。わかる。保管エリアを探索できるようになったのよ。それはいい知らせだ。価値のある物資をさらに多く獲得できるってことだからね。探索の収穫が増えることは間違いないわね。でも同時にホロー C41 の縮小も進んでる。調査協会の発表に変更はないし、このままなら C41 は2週間かけて徐々に縮んで最後には消滅しちゃう。つまり秘宝探しには制限時間があるのよ。おまけにそれを知ったバエトーン。So, ich denke, für heute reicht es. Wir kamen richtig gut voran mit dem Event. Oh geil, wir haben den Motor schon erhalten. こういうのは、レンに任せることにしてる。たかが小銭だろ。収入だな。Machen wir noch die zwei Teile. Sorry.
けろ。この高さなら今だ。とりゃ見てろよ。で、とで、と打ち砕く。やっやたかが小銭だろ。新たな収入だ。Thank you.
verstehe. Thank you.
間が小銭だろ。おお、新たな収入だな。Das war einfach. Taka ga kozeni daro. Den noch platt, müssen wir noch drei Gegner platt machen. Yeah!
たな収入だな。たかが小銭だろ。収入だな。小銭だろ。
おお、新たな収入だな。Jo, haben wir wieder sehr viel gesammelt. Ist das eigentlich, dass ich den Kern fertig habe? Oh ja, 20 Stück, da freue ich mich. Damit kann ich Ben zweite Level. So, Ben hätten wir dann mal auf Stufe 60. Morgen nehmen wir Luciana. So. Machen wir morgen dann mit der Story weiter. Mit dem Event weiter. Wir haben dann nur noch den rechten Weg zu laufen. Aber eine Sache wollte ich noch prüfen mit dem Motor. Okay, das ist das, was ich erwartet habe. Sagen ist ein schöner V-Motor. Hat auch coole Effekte. Ich sag, ich geiles Teil. So, jetzt reicht es aber. Ich bedanke mich wieder an jene, die alle mit dabei waren. Und ja gut, ich kann nicht sagen morgen, da wir schon bereits nach 12 Uhr sind. Wir werden uns dann heute Abend wieder hören. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und tschüss, bis gleich dann. Besser gesagt, bis heute Abend.